Heiligalli, ihr Meerschweinchen, heute mal wieder ein kleines Kochvideo, weil ihr so drauf steht, warum auch immer. Jedenfalls heute mal Cheeseburger mal anders. Ne? Und wir fangen direkt an. Well, ihr seht hier, sorry, ihr wisst, die Kamera beim Kochen ist immer blöd. Brötchen. In dem Fall sind es Currybrötchen. Wie die gemacht wäre, könnt ihr meine Videos Brotbacken mal anders oder dem Veggie-Vlog Knoblauchbrot mit Joghurt-Dip entnehmen. Also, ihr könnt einfach Brötchen kaufen, das ist wurscht, aber ich mache meine am besten selber. So, dann nehmen wir hier 2 Scheiben, nämlich ordentlich Käse, so mag ich das. Edamer. Und glaube, packe ihn noch drauf und glaube das gerade zu, dass der Käse so ein bisschen aufschmilzt. Ich hoffe, die Brötchen sind noch heiß genug. Ach ja, die Brötchen habe ich übrigens halb, also in 2 Hälften geschnitten und habe sie dann in den Fleischsaft und das Fett von der Pfanne gelegt. Das ist, finde ich persönlich, sehr lecker. Und zwar das Fett von den Steaks. Ja, in dem Fall hier. Currysteak. Entschuldigung, Chili-Steak. Ja. Wie gesagt, mal anders. Einfach oben drauf, da gibt auch noch jetzt durchmüste Käse besser. So, und jetzt hier haben wir gebratenes Gemüse. Ich bin also der Salatfan. Ich nehme Gemüse. In dem Fall ist es hier Knoblauch, Zwiebeln und Lauch. Davon ordentlich hier oben drauf. Und jetzt sind wir auch schon fast fertig. Die Anhalt von dem Brötchen mache ich ein bisschen Senf, in dem Fall Honigsenf. Ihr könnt natürlich sämtliche Soßen drauf machen, die ihr möchtet. Ketchup kommt bei mir auch noch drauf. Allerdings, wenn ich den jetzt hier drauf klatsch, ja, dann fällt der einfach nur runter. Tropft einfach nur runter, habe ich nichts von. Außer Sauerei, deswegen mache ich meinen Ketchup bei so Burger. Nach und nach oben aus Brötchen beim Essen. Ja? Wie gesagt, das müsst ihr selber wissen, wie ihr das macht. Ihr seid groß genug. Sorry, dass es so scheiße im Bild ist, aber ich habe es ja schon mal angesprochen. Weshalb mir persönlich das Produzieren von Kochvideos auch nicht wirklich Spaß macht. Du brauchst hier beide Hände zum Kochen und dabei noch eine Kamera halten musst, weil es ultra nervig. Deswegen steht die jetzt hier auf irgendwas, aber das ist halt nicht so gut im Bild. Da seht ihr Senf auf dem Brötchen. Das Ganze oben drauf und fertig ist der Cheeseburger mal anders. So, ich hätte mal wieder meine Kochschuldigkeit getan. Und ich hoffe, es hat euch gefallen. Und ich sage nochmal Tschüss und bis dann. Ciao.